Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Krutoys zurück in Groß Krotonia. Ich starte diese Staffel mal mit dem Blick aufs große Ganze, denn ich will, bevor wir wieder in die Details unserer Geschichte einsteigen, eine allgemeine Anmerkung oder Bemerkung vorweg schicken. Wie ihr wisst, endet das Spiel demnächst, und zwar im Jahr 1453. Selbstverständlich hätte man in den Einstellungen auch einstellen können, dass man ewig weiterspielt, aber ich finde, irgendwann ist jede Geschichte zu Ende erzählt und wir verlassen dann ja auch so langsam das Mittelalter, dann passt das nicht mehr. Irgendwann muss Schluss sein und das ist jetzt einfach der Schlusspunkt. Wir haben also noch gut 27 Jahre. Es häufen sich die Fragen, was denn danach passiert, ob ich eine neue Partie beginne, ein neues Let's Play beginne mit Crusader Kings 3. Und ja, ich habe es schon mehrfach in den Kommentaren so beantwortet, aber ich sage es hier nochmal offiziell. Selbstverständlich wird es mit einem neuen Let's Play weitergehen. Dieses Spiel ist eine zentrale Säule meines Kanals. Und im Übrigen passt ja alles vom Timing wunderbar. Wie ihr wisst, kommt Anfang Februar das große, lang erwartete neue DLC hier zu Crusader Kings Royal Court raus. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und das wird dem ganzen Konzept auch nochmal einen neuen Schub geben, neue Energie geben. Also, es geht definitiv weiter und zwar relativ nahtlos mit dem neuen DLC wird auch ein neues Let's Play starten. So. Wo das stattfinden wird, weiß ich auch noch nicht genau. Werde ich auch mich absolut nicht dazu äußern, bevor es dann losgeht. Also da sind Nachfragen nicht nötig, werden von mir zumindest nicht beantwortet. Okay, dann starten wir mal rein mit unseren Krutoys, mit unserem Herrscher Großkönig Radoslav, der kurz vor dem Zusammenbruch steht. Ein wahnsinnig gestresster, angespannter, hochnervöser Herrscher, 58 Jahre alt. Warum ist er eigentlich hochnervös? Na klar, es gab so einige Vorfälle, aber vielleicht mal das große Bild zu zeichnen. Er ist paranoid, er hatte die ganze Zeit Angst vor Feinden, sein Blick richtete sich ins eigene Reich, aber dann passierte das große, schreckliche, unerwartete, ein riesiger Kreuzzug ist gestartet und das, den hat er zwar gewonnen, souverän gewonnen, aber das beruhigt ihn nicht, sondern versetzt ihn in eine tiefe Krise, in eine tiefe Unruhe, denn dies könnte ja jederzeit wieder passieren und deshalb hat er den größten, wahnsinnigen Plan, so könnte man das fast sagen, den größten, wahnsinnigen Plan ausgerufen, das Papsttum, das Pontifikat zu vernichten. Ob er das schaffen wird, das ist sehr zweifelhaft, zumindest in seiner Lebenszeit unmöglich. Er will es auch seinem Sohn noch mitgeben. Insofern wird das uns stark beschäftigen. Dazu kommen wir gleich. Aber das ist sozusagen die große Lage. Und ich bin gespannt, wie sein Nervenkostüm das jetzt in den nächsten Monaten überhaupt noch mitmacht. Vielleicht erleben wir ihn hier nicht mehr lange. So, bevor wir zu diesem ganzen Problemkomplex, wie stellt man das Ganze vernünftig an, kommen, denn das ist gar nicht so einfach, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die wir klären müssen. Als erstes, wir haben noch einen Lebenswandelpunkt. Den will ich natürlich ausgeben, aber ich finde, wir sollten ein bisschen auf die veränderte Lage jetzt achten. Ich denke, familienhierarch, freundlicher Rat, das passt alles jetzt nicht so richtig. Wir nehmen einfach mal, gehen mal in den Erlaucht-Bereich, aber nicht wegen Erlaucht, sondern wegen feste Hand. Ich finde, das passt jetzt besser dazu. Er hat jetzt ein Ziel und das will er wirklich mit fester Hand durchziehen. Monatliches Prestige pro Schrecken bringt das. Und dann werden wir unseren Schwerpunkt ändern. Wir werden auf, wir werden auf Kriegsführung gehen, aber mit Schwerpunkt auf Autorität. Ich finde, das passt jetzt auch ganz gut. Herrschen heißt, alle Aspekte eines Reichs in Einklang zu bringen und zusammenarbeiten zu lassen, nämlich um das eine große Ziel zu erreichen. Das werden wir jetzt auswählen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir gucken uns mal unsere Gefangenen an. Da sollten wir mal ein bisschen aufräumen. Wir haben hier noch eine Prinzessin des Heiligen Römischen Reichs. Die bleibt weiter hinter Gittern als Faustpfand, 32 Jahre alt. Ja, ja, Tochter des aktuellen Kaisers Wulfari. Bleibt bei uns. Wir haben dann kroatische Gefangene. Die spielen jetzt keine so große Rolle, zumal wenn sie unbedeutend sind. Also diesen Jungen, den werden wir einfach freilassen gegen ein Druckmittel. Das ist soweit in Ordnung. Dann haben wir einen Grafen von Vukovar. Ja, ob wir gegen die Kroaten überhaupt nochmal kämpfen, ist fraglich. Ich denke, auch den werden wir freilassen. Das ist, glaube ich, ein Graf der Besitztümer, dem Besitztümer gehört, die wir jetzt haben. Deswegen passt Ansprüche abschwören ganz gut. Das werden wir auch machen. Dann haben wir hier eine völlig unbedeutende Person
wird auch freigelassen. Und Tihana, ein Mädchen, auch weitestgehend unbedeutend. Auch hier Ansprüche abschwören. Ah, okay, Druckmittel will sie nicht, aber das reicht für die Freilassung. Und dann haben wir einen venezianischen Prinzen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie der jetzt hier zu uns gekommen ist. Ist auch erst seit 5 Tagen, muss ja an dem Krieg zu uns gekommen sein. Venedig hatte sich, glaube ich, auch dem Kreuzzug angeschlossen. Insofern, glaube ich, hier, entschuldigt, werden wir mal harte Hand zeigen. Cisalpinisch-katholisch ist ja auch Teil gewissermaßen unseres Kriegsplanes Venedig. Hier werden wir mal andere Seiten aufziehen. Hier werden wir wieder den Scheiterhaufen anzünden. So, ich finde, haben wir einen schönen Mix bei den Gefangenen geschaffen. Das Thema wäre erledigt. Dann haben wir einen Sohn mal wieder zu verheiraten. Und zwar ist es Prinz Jaromar, 12 Jahre. Also was heißt zu verheiraten, zu verloben? Ich habe mir die Lage mal genau angeguckt. Wir sind im Prinzip mit allen Königreichen jetzt irgendwie verbandelt, verbunden, mit denen es möglich ist. Also unsere Schwestern, unsere Töchter und Pipapo. Also es ist wirklich sehr gut abgesichert auch vor inneren Feinden. Es gibt nur ein bisschen Ärger mit den Dänen, oder was heißt Ärger, aber da gibt es so den renitenten König. Dem, in das Haus will ich nicht einheiraten. Aber ihr wisst vielleicht, Dänemark hat ja ein sehr großes Herzogtum von Jylland, was immer so ein bisschen auch eine interne Opposition gegenüber dem dänischen König darstellen kann. Und das finde ich ganz passend, wenn wir den jetzt stärken, indem wir in das Haus einheiraten. Und da gibt es auch eine sehr passende Tochter, nämlich Grazia, 10 Jahre alt, wunderbar passend. Das machen wir mal mit unserem 12-jährigen. Haben wir ihn denn jetzt hier überhaupt? Enkel, Enkel, Sohn, hier, Prinz Jaromar, da ist er. So, ich will jetzt nicht wieder aus Versehen matrilinear machen, wie ich das letzte Mal getan habe. Ist aber auch nicht schlimm bei unserem anderen Sohn. Das sind ja alles Kuhtoys, bleibt gewissermaßen in der Familie. Der Vorschlag wird abgeschickt. So, dann machen wir noch eine kleine Ausbaurunde. Veligrad geht nicht mehr, aber hier die militärischen Objekte, wo es möglich ist, werden wir noch weiter ausbauen und verbessern. Lobdeburg haben wir auch noch. Okay, sehr schön. Das wäre das. Und zu guter Letzt haben wir die Söldner. Eigentlich wollte ich sie, glaube ich, entlassen. Aber warum eigentlich? Wir haben ja noch weitere Kriege immer zuzuführen. Ich denke, wir werden diese Verträge einfach mal konsequent alle verlängern, sodass wir auch zukünftig mit den starken Söldnertruppen kämpfen können. Und nicht nur das, ich denke, wir werden sogar noch einen weiteren Trupp anheuern. Ich achte ja immer da ein bisschen drauf, wie der Glaube ist. Wir gucken mal, die Großen sind natürlich nur interessant. Aber ich glaube hier, der litauische Tropalanga, nee, der ist katholisch, das geht nicht. Das ist auch katholisch, aber der polabische Trupp Lübeck, immerhin auch 1000 Mann, die werden wir noch zusätzlich anwerben. Hervorragend. Okay, die Sache mit den Söldnern wäre also auch geritzt. Dann Hauptsitz entwickeln passt jetzt nicht, aber ich denke, wir werden uns nach diesem Krieg hier zurückziehen, den wir erlebt haben das letzte Mal, kurz zurückziehen, also der König macht das natürlich, der Großkönig, um jetzt über die weiteren Maßnahmen nachzudenken. Und diese Gelegenheit nutzen wir auch, um nochmal darüber nachzudenken. Ich hatte euch ja auch gebeten um eure Meinung, wie man das Problem lösen kann. Und das ist jetzt wichtig, deswegen will ich das nochmal ausführen. Ich habe auch gemerkt an einigen Vorschlägen, dass das Problem nicht hundertprozentig verstanden wurde, zumindest teilweise. Also, wir gucken uns das nochmal an. Ziel ist es, ich gehe nochmal hier rein, das Pontifikat zu vernichten. Dafür müssen wir die Kontrolle über die Gesamtregion Italien besitzen. Die Gesamtregion Italien ist groß. Ihr seht, was das umfasst. Und das umfasst exakt 4 oder 5 Königreiche. 5, glaube ich. Sizilien, Sardinien, Romagna, Italien und Venedig. Das sind die Königreiche. So. Jetzt muss man gucken, man braucht Kriegsgründe und es lohnt sich natürlich insbesondere, um ganze Königreiche zu kämpfen. Das kann man mit einem Herrscher, wenn man den Religionskriegsgrund wählt, was wir tun werden, vermutlich nur einmal im Leben machen. Er hat es noch nicht getan, insofern wäre es praktisch, wenn es mit ihm noch gelingen könnte. Die Frage war jetzt, meine Frage, erste Frage, ob es möglich ist, hier quasi ein, zwei mehr Felder
diesen Anspruch zu nutzen. Und ja, alle, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, das geht. Insofern wäre der Weg über Serbien, über die Besitztümer des Papstes hier oder über Kroatien, hier noch ein Herzogtum zu erobern und dann hier ein Königreichskriegsgrund zu nutzen. Das wäre tatsächlich der eine gangbare Weg. Es gab noch ein paar andere Vorschläge, im Wesentlichen zwei, die auf anderen Prinzipien beruhen. Einmal zu schauen, ob es Anspruchsteller gibt, die man einladen kann. Das habe ich mir angeschaut. Bei den ganzen Königreichen, die ich euch eben gezeigt habe, ist dies nicht der Fall. Teilweise existieren die gar nicht, zum Beispiel das Königreich Italien. Aber auch bei den anderen Königreichen gibt es einfach null Anspruchsteller. Weil das vor allem hier von Kaiserreichen dominiert wird, von Großreichen. Beim Pontifikat gibt es eh keine Anspruchsstelle, deswegen kommt das nicht in Frage. Höchstens noch das Kaiserreich Italien. Aber die Anspruchsteller dort sind natürlich anderen Glaubens. Ich habe mir das angeguckt. Undenkbar, dass die irgendwie zu uns kommen. Also dieser Weg fällt flach. Es gäbe noch einen anderen Weg. Das ist die dritte Option, dass man versucht, ganz konventionell über den Ratsprediger, glaube ich, Ansprüche zu fingieren. Hier zum Beispiel in Pisa oder vielleicht in Venedig oder hier im Heiligen Römischen Reich, um dort Fuß zu fassen und dann einen Religionskriegsgrund zu haben beim angrenzenden de jure Königreich. Das wäre tatsächlich möglich, dauert aber auch seine Zeit. Und man führt dann gleich einen Krieg gegen jemanden, mit dem man sowieso schon Krieg führen müsste, hätte dann wieder einen Waffenstillstand um eine kleine Provinz. Ob man Herzogtumsanspruch kriegt, ist sehr zweifelhaft. Das ist eine Möglichkeit, aber ich werde mich für die andere Variante entscheiden. Das ist tatsächlich, einen Krieg zu führen um ein Herzogtum und dann den großen Königreichskrieg zu führen. So, und auch da gab es noch andere Vorschläge, zum Beispiel, dass man Kärnten erobern sollte, um dann angrenzend an Italien, von dort aus ganz Italien einnehmen zu können. Aber was nicht beachtet wurde, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass man angrenzen muss an das Ziel de jure Königreich. Das heißt, wir könnten zum Beispiel jetzt gar nicht Kärnten einnehmen, also auch wenn es ein Zielherzogtum wäre, müssten wir erst Steiermark um Steiermark kämpfen, weil das ist nicht de jure Kärnten, sondern das ist de facto Kärnten. Der Unterschied von de jure und de facto ist ja sehr entscheidend. Das heißt, wir grenzen zwar de facto an Kärnten an, könnten aber, wenn wir jetzt mit Kärnten Krieg erklären würden, könnten wir nur einen Krieg um die Steiermark machen, nicht um Kärnten selbst. Würden wir die Steiermark erobern, dann hätten wir immer noch keine Grenze zu de jure Italien. Also sind all diese Optionen hier unmöglich. Das heißt, wir müssen diesen Weg gehen und dann über die Adria gehen. So, ihr merkt, ich nähere mich langsam der Sache an. Kroatien wäre eine Möglichkeit. Und da, ja genau, jetzt der letzte Hinweis, der von euch kam, und den will ich tatsächlich auch aufgreifen, ist, ein König wie er, der völlig nervös ist, völlig am Ende ist, völlig paranoid ist, der würde natürlich auch einen Waffenstillstand brechen, um sein Ziel zu erreichen. Da habt ihr absolut recht. Und ich glaube, den Weg werden wir gehen. Es ist denkbar, dass wir jetzt Kroatien nochmal angreifen, dadurch dort den Waffenstillstand brechen müssen und dann einen Krieg gegen das Pontifikat führen. Das wäre vermutlich der rationalste Weg. Spielerrational würde man das machen, weil der Gegner geschwächt ist. Er hat sehr wenig Truppen, kein Geld. Das wäre ein sehr schneller, einfacher Krieg. Aber ich denke, in unserem Falle passt es besser, weil Kroatien ist eigentlich komplett unbeteiligt bei dieser Sache. Wenn wir direkt schon gleich das Pontifikat angreifen, nämlich mit dem Ziel, dieses Herzogtum zu erobern. Wir gucken uns das kurz mal an. Ich schau mal, Krieg erklären, Religionskrieg um Herzogtum, und das wäre dann dieses hier, das Einzige, was hier möglich ist. Damit hätten wir einen Meereszugang, hoffe ich zumindest, dass das gilt als Meereszugang. Oder muss man einen Hafen haben? Ich hoffe sehr, dass das gilt. So, und dann hätten wir Waffenstillstand und den würden wir dann brechen, um das Königreich anzugreifen. Das ist sozusagen der Plan. Ich finde, das passt am besten jetzt zur Gesamtsituation. Entschuldigt bitte diese langen Ausführungen, aber das war jetzt wirklich nötig, weil das ist gewissermaßen die Grundlage für alles, was jetzt kommen wird. Ja, und das bedeutet, ich hätte eigentlich gleich im Bildschirm bleiben können, denn wir werden jetzt unmittelbar diesen Krieg erklären. Der Gegner ist durchaus stark. Er hat vor allem viel, viel, viel Geld, tatsächlich viel mehr als wir haben, und ziemlich viele Truppen im Verhältnis zu den anderen Großmächten. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Der Krieg wird also durchaus, kann unangenehm werden. Aber
wir können vielleicht schnell das Kriegsziel einnehmen und dann mit einer überraschenden Aktion vielleicht sogar Rom besetzen und plündern. Das wäre jetzt erstmal der Plan. Okay, dann schreiten wir zur Tat und erklären den Krieg, Religionskrieg, um dieses Herzogtum. So, und da geht es los. Und das passt ganz gut, denn das ist schon in gewisser Weise Teil dieser Racheaktion gegen den Papst. Starten wir, indem wir natürlich wie gewohnt unsere Truppen sammeln, was ein bisschen mühsam ist bei unserer Größe. Ihr kennt das Thema. Halt, Sammelpunkt bitte hierher verlegen. Wir starten mit dem Ausheben des Kriegsvolkes. Dann verlegen wir den Sammelpunkt mal dahin. Werden dort die Krieger von Perun anwerben. Und dann bringen wir den Sammelpunkt mal hier hin und holen uns die Söldner. Aber ich glaube, wir müssen sie jetzt einzeln ausheben, oder? Ich glaube schon. Ja, die müssen da jetzt auftauchen. Genau, sie tauchen sofort auf. Alles klar. Bitte ausheben. Hier haben wir es. Der Baltentrupp. Die Kompanie vom beleibten Pferd. Die Oderfrei-Kompanie. Was haben wir noch? Der polabische Trupp. Und die Kompanie des Hundes. Immerhin 15.000 gute Männer. So, das war es aber noch nicht. Denn ich denke, wir werden auch Bauern brauchen. Das ist dann immer ein bisschen mühsam, das auseinander zu dröseln. Die holen wir hierher und ja, wir starten mal mit 40.000, werden jeweils 10.000 Armeen machen. So, der Papst, der ruft den Ritter, den Tempelritterorden, ja. Freiwillig unter den Neubekehrten, das ist auch gut. Okay, also die Tempelritter sind schon mal dabei. Also nur etwa 10.000, 11.000 mehr, 66.000. hat der Papst jetzt. So, wir sind bei 28.000, wir müssen ein bisschen aufpassen. 32, ich denke, das reicht erstmal hier. Und dann werden wir das folgendermaßen machen. Wir werden diese Truppen mal einfach halbieren. Nochmal halbieren und dann die halbierten so ein bisschen hier in der Gegend verteilen. Was haben wir hier? Das sind die 20.000, die müssen noch halbiert werden. Ihr marschiert mal dorthin. Dann haben wir die 9.000. Diese hier. Ihr marschiert dorthin. Naja, und mit dem Rest gucken wir mal, wie wir das mit den Belagerungswaffen tun. Denn die müssen ja erstmal hier zusammenkommen. Ehe das hier überhaupt weitergehen kann. Okay, mal gucken, wann wir die ersten päpstlichen Truppen sehen. Hier habe ich, glaube ich, ja, hier habe ich nicht aufgepasst. Die müssen sich hier nochmal ein bisschen trennen. Dann haben wir das ganz gut aufgeteilt. Ah ja, schaut mal. Hier haben wir schon unsere eigenen Kerntruppen. So. Und hier werden wir jetzt die Bombarden rausnehmen. Ja, die müssen wir dann auch noch aufteilen. Hier einmal halbieren, da nochmal halbieren. Und dann warten wir mal, bis die Bauern an Ort und Stelle sind, weil dort schicken wir dann die Bombarden hin. Unsere gewohnte Taktik. Okay, also die 170 kommen dahin. Die 170 kommen dahin. Und die 170 kommen dahin. Und wenn das erfolgt ist, dann müssen wir noch die Anführer bestimmen der einzelnen Armeen. Ich finde, die Krieger von Perun sollten auch von dem Großmeister angeführt werden. Aber der befehligt schon eine andere Armee. Ist das der Großmeister? Nee, das ist ein Hauptmann. Was befehligt denn der Großmeister hier bitte? Matschko? Ist das der Großmeister? Nee. Meine Herren, wo ist er denn? Bürgermeister? Keine Ahnung, wo der Großmeister jetzt ist. Der ist wahrscheinlich bei einem dieser 170. Oh Gott. Nee, den müssen wir irgendwie mal gesondert suchen. Ich finde ihn irgendwo nicht. Kannst du mir das mal anzeigen? Großmeister Lambert, wo bist du? Bei welcher Armee? Da hinten, doch. Großmeister Lambert, habe ich ihn eben übersehen. Das ist natürlich schlecht. Ja, dann, das ist die Söldnertruppe. Das sollte dann auch ein Söldneranführer machen. Das müsste eigentlich Hauptmann Keaton werden, der beste Söldneranführer. Müssen wir auch noch organisieren. Also, hier erstmal den Großmeister. Okay, das wird jetzt nicht ganz einfach.
Das ist Herzog Aaron von Raab. Er ist zwar ein Belagerer, aber er ist auch unser bester Mann. Ne? Ihr kennt ihn ja noch. Ich denke, er wird unsere Haupttruppen führen. Ja. Ja, dazu muss ich ihn aber da erstmal abberufen. Ach, Leute, Leute. Entfernen. Und hier bitte hinzufügen bei den 10.000. Jetzt ist er frei. Okay, soweit dazu. Dann müsste jetzt auch der Hauptmann zur Verfügung stehen. Ja, genau. Langsam kommt eins zum anderen. Puh, und dann haben wir noch die Bauernarmeen. Die müssen jetzt erstmal formiert werden. Und da brauchen wir Belagerungsanführer. Und dann wäre das langsam alles geklärt. Bist du ein Belagerungsanführer? Nein. Haben wir einen? Ja, König Havel persönlich. Ja, das kann er durchaus machen. Hauptmann Gavel, einer von den Söldnern. Ja, ja. Ich meinte, nee, bleiben wir mal ein bisschen realistisch. Der ist bei seinem Trupp. Den werden wir dann nicht isolieren. Wir gucken nach anderen. Vincenti. Und hier haben wir wen? Du bist auch kein Belagerer. Müssen wir noch weiter schauen. So. Sowas mache ich nur einmal in der Staffel. Beim nächsten Krieg schneide ich das raus oder mache eine Aufnahmepause. Ist ja doch ein bisschen aufwendig. Aber das ist ja schon sehr, sehr, sehr wesentlich. Herzog Marian, alles klar. So, damit haben wir die drei Armeen. Fehlt jetzt, glaube ich, noch diese Armee. Und da können wir noch einen sehr guten hier rannehmen. Keine Hauptmänner. Was haben wir denn hier? Der ist gut. Der ist noch ein Glaubenskämpfer. So, damit hätten wir das formiert. Die schicken wir jetzt gegen die Festungen. Da haben wir eine Festung. Halt, wir müssen jetzt gucken, was ist eigentlich jetzt wirklich das Kriegsziel? Ah ja, alles klar. Diese und da unten. Und dann marschiert ihr dorthin. Perfekt. So, und unsere Kampfeinheiten, die bleiben hier so ein bisschen im Hinterland. Ja, auch wenn da die Versorgung schlecht ist. Alles super schlecht, die Versorgung. Ja, vielleicht lassen sie sich wirklich im Hinterland. Die kommt klar hier. Okay, wir gucken mal. Der Rest scheint mit der Versorgung klar zu kommen. Ja, dann warten wir jetzt auf den Papst. Er wird hier Verluste bekommen, aber das sind nur Bauern. Das werden wir hinnehmen. Okay, ich bin gespannt, wann die ersten päpstlichen Truppen auftauchen. Oh, da tauchen sie auf. Sie kommen tatsächlich mit dem Schiff, landen sie in Kroatien an. Oder ist das Königreich Kroatien in diesen Krieg mit eingetreten? Ja? Wird mir hier nicht angezeigt, aber warum sind die feindlich? Nein, das sind... Ach, Quatsch. Das hat mich jetzt verwirrt hier. Nein, das sind Pontifikatstruppen. Alles gut. Ja gut, dann müssen wir... Dann müssen wir jetzt uns hier hin bewegen. Beziehungsweise vielleicht eher in die Nähe unserer Belagerungstruppen, dass wir dort schnell reinkommen können. Vielleicht ihr erstmal dorthin. Oder nein, ihr marschiert dorthin. Wir gehen mal hier auf Nummer sicher. Ihr dorthin. Ihr dorthin. Und ihr dorthin. Das ist alles von der Versorgung nicht optimal. Aber es könnte gleich zur ersten Schlacht kommen. Die Belagerung lassen wir erstmal weiterlaufen. Und der Gegner zieht sich allerdings wieder zurück, was für uns ungünstig ist, weil wir jetzt in der schlechten Versorgung sind. Welche Herrscher gewann welchen Krieg? Wolodka interessiert uns nicht so sehr. Na gut, vielleicht wollen sie dann über den Weg hier zu uns kommen. Wir bleiben erstmal noch einen Augenblick stehen so. Kind meiner Dynastie, unsere Tochter. Prinzessin Dobrojega, verlobt mit Prinz Jaromir von Schweden, hat Hanna bekommen. Möget ihr stark und weise werden. Okay. Jetzt ist die Gefahr wirklich nicht mehr da. Da wir hier Versorgung verlieren, müssten wir uns eigentlich wieder zurückziehen. Ja, das ist jetzt halt dieses Geduldsspiel. In gut versorgte Gebiete wieder. Hier hinten zum Beispiel, da geht das. Hilft nichts. Kommando zurück. Ah, jetzt marschieren sie dorthin. Und zwar direkt 40.000. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt wieder eine Hausnummer. Da müssen wir dann doch wieder umdisponieren. Alles in die Richtung. Ah. Ah.
wir sind ein bisschen spät dran. Allerdings wäre es schon nicht schlecht, wenn wir uns hier im Gebirge irgendwie verschanzen könnten. Vielleicht erreichen wir das noch, bevor sie uns erreichen. Von der Versorgung erbärmlich, aber ein bisschen hält man das aus. Die Belagerung ist gleich durch. Ja, 11.000 spalten sich ab. Es ist noch alles ganz okay, würde ich sagen. Dann kommen wir ganz gut voran. Jawohl. Okay, prima. Die erste Belagerung ist gewonnen. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, diese Belagerungsarmee, die werden wir hier tendenziell erstmal nicht in den Kampf schicken. Die bringen wir jetzt alle schon mal hier runter, um dann gebündelt gen Ruhm zu ziehen, während die Kampfarmeen jetzt hier gegebenenfalls den Feind beschäftigen oder verwirren, so wie es aussieht. Ein Gast ist eingekroffen mit einer Grafschaft. Grafschaftsanspruch. So, okay, sie ziehen jetzt südwärts. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Was? Wie? Mord? Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist König Ludwig und sein Bruder auf ein Geheimnis gestoßen. Herzog Budowoy. Er hat im Verborgenen Komplotte geschmiedet, um Leszek zu ermorden. Leszek ist jemand von niedriger Geburt. Aber das ist interessant, weil auf den sind wir nicht gut zu sprechen. Ja? Das war der Typ, der Mecklenburg von uns forderte. Okay, das ist sehr, sehr gut, weil jetzt haben wir ein Mittel in der Hand, um gegen ihn vorzugehen. Allerdings werden wir das jetzt nicht während des Krieges machen. Das kann zu einem Bürgerkrieg führen. Wir wollen uns jetzt nicht ablenken lassen, aber wir merken uns das. Das ist wirklich gut zu wissen. Gute Arbeit hier von unserem Bruder. Wir werden ihm jetzt sagen, Komplotte stören. Klar. So, noch immer ist so ein bisschen die Frage, wie wir jetzt hier weitermachen. Die marschieren jetzt hier runter, was ein Problem für uns ist. Bleiben die da stehen? Ah, das ist knifflig. Wir müssen auf jeden Fall lieber unsere Belagerung verteidigen, als da oben unser Gebiet. Unser Gebiet ist jetzt gar nicht so relevant, ehrlich gesagt. Wir bewegen uns mal alle in die Richtung. Okay, wir haben die nächste gewonnen. Kriegsstand steigt dementsprechend. Und jetzt ist die Frage, wie schnell... Ah, ich sehe gerade... Ah ne, das haben wir automatisch. Wie schnell können wir jetzt hier nach Rom? Und auf welchem Weg? Schaffen wir das, bevor die uns erreichen? Das ist die große Frage. Sonst haben wir ein Problem. Ah, die wollen uns gar nicht erreichen, so wie es aussieht. Wir können einschiffen. Ja, hervorragend. Okay, die marschieren tatsächlich dort lang. Ja, bestens. Das heißt, der Plan ist, mit unseren Kampfeinheiten werden wir das Kriegsziel verteidigen. Und mit unseren Belagerungseinheiten werden wir nach Rom ziehen. Das ist der Plan. Philipp ist verstorben, aber den kannte ich nicht wirklich. Kaiser Wulfari hat den Krieg verloren. Es geht um das Fürstbistum von Manta. Aha. Mantua. Okay. Der Jurekrieg. Okay, das ist aber nur ein interner Krieg gewesen. Naja, alles klar. So, jetzt haben wir hier drei Belagerungseinheiten, wenn ich es richtig sehe. Die alle eigentlich jetzt aufs Schiff können, wenn wir die Zeit dafür haben. Gut, und alle unsere Kampftruppen, die müssen sich hier irgendwie, ja, die müssen hier wie klarkommen mit der geringen Versorgung. Ihr marschiert mal dorthin, ihr anderen bleibt dort einfach stehen. Es geht darum, diese Armeen dort abzuwehren im Zweifel. Aber sie ziehen wieder nordwärts. Das ist okay für uns. Solange wir das Kriegsziel halten, ist das in Ordnung. Aber sagt mal, kann das sein, dass ich da irgendwas übersehen habe? Gehört Ragusa? Ragusa gehört nicht zum Kriegsziel, ne? Eigentlich halten wir das Kriegsziel, oder? Besitztümer. Ja, wir halten. Ist vollständig. Oder ist Ragusa, ist das auch noch mit Kriegsziel?
Meines Wissens nicht, nee. Ragusa gehört ja zu dem anderen Herzogtum Dubrovnik. Wir kämpfen aber jetzt um Zahumlie. So, was ist hier los? Ich nahm Jaruma mit nach draußen, damit er mit dem Bogen spielen kann, und zu meiner Überraschung begegnete er einem verwundeten Reh. Als er mir das hier zeigte, wiesen die Wunden auf einen langsamen und qualvollen Toten. Jaruma lächelte nur. Okay. Ja, wir mischen uns in der Hinsicht mal nicht ein. Er bleibt bei sadistisch. Und weiter geht's. Wo ist das andere Schiff? Noch nicht da. Die Truppen marschieren jetzt dorthin. Das heißt, wir müssen uns leider auch wieder verlagern. Irgendwo in diese Richtung. Um ihnen zu begegnen. Und irgendwo fehlt ein General, habe ich gesehen. Ne? Was haben wir denn da übersehen? Ach, das ist die Bauernarmee, die noch so als Füllarmee am Start ist. Ja, den schicken wir dort mit. Keinen Hauptmann. Na, dann nehmen wir einfach mal hier einen Winterkämpfer. Warum nicht? So. Belagerungsflotte ist noch nicht da. Die Feindeinheiten. Wären wir in der Lage, diese zu schlagen? Das ist die große Frage. Na, hier würde es tatsächlich auch zur Schlacht kommen. Der Vorteil wäre hier auf unserer Seite. Hier ist sogar eine ganz gute Einheit ganz vorne bei. Die Krieger von Perun. Der Vorteil ist aufgrund des Geländes auf unserer Seite. Ich würde mal sagen, wir riskieren das. Wir gehen da rein. So. Währenddessen wird aber irgendwas anderes belagert. Pset. Pset, Pset. Ah, da ist eine Belagerung gestartet. Ja, das ist ganz gut, wenn der Gegner sich so aufteilt. Bleiben wir mal dabei und gucken derweil, was in Rom los ist. Das wird eine große Überraschung werden. So. Marschieren wir da jetzt rein? Das ist ein bisschen riskant, ne? Vielleicht warten wir einfach ab. Das Schöne ist, die eine Einheit läuft weg, die andere läuft hin. Da können wir einfach nochmal warten. Ja, jetzt gehen wir mit rein. Jetzt gehen wir mit rein. Jetzt sind hier zwei Armeen am Start. Jetzt müsste das was werden. Jawohl. Ehepartner einer Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht. Wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich mich gerade bei Grazia, als sie mich unterbricht. Lasst mich in dieser Sache einschreiten, Gemahl, und ihnen ein wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Henry, Ludwig oder unseren Sohn. Ich finde das mit dem Sohn eigentlich ganz gut. Machen wir das mal. So, und jetzt schauen wir uns diese Schlacht noch an. Wie läuft sie? Plus 14 zu unserem Vorteil. Das ist gut. Das ist gut. Währenddessen... ich sehe gerade, die Sache ist hier komplizierter, als ich dachte. Denn Rom ist nicht unbesetzt. Ah, sie haben kürzlich hier Söldner ausgehoben. Ach, das ist natürlich schwierig. Ich meinte, wenn alle da sind, mit 30.000 Mann kann man da schon landen. Aber da dürfen natürlich keine Truppen in der Nähe sein, weil man da einen starken Malus hat. So, 20.000 gegen 20.000. Vorteil sieht weiterhin gut aus. Die Schlacht läuft zu unseren Gunsten. Allerdings kommt gleich Verstärkung, ne? Ja, genau. Sind noch weitere reingegangen. Wir gucken weiter. Hier sind jetzt 30.000. Tja, schwierige Frage. Ich würde sagen, auch wenn das für die Versorgung hier nicht optimal ist, warten wir noch ein bisschen, ehe wir dort landen, bis die Söldner weggezogen sind. Vielleicht haben sie uns ja nicht gesehen, diese große Flotte. Wir schauen uns jetzt hier noch das Ende dieser siegreichen Schlacht an. Wow, es sind wirklich alle Papsttruppen hier reingelaufen. Der Sieg ist unser. Das hat einiges an Kriegsstand gebracht. 50%. Okay, gut. Immer weitere Söldnerkompanien werden von Rom in unsere Richtung geschickt. Nichts ahnend, dass eine große Flotte draußen auf dem Mittelmeer wartet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinballen.